Kann ich jetzt noch einen Sommerreifen bauen? Glück gehabt. Wird das mal alles dunkelblau. Oh, ich habe das Auto vollständig dekoriert. Nice. Ja, nice. Glückwunsch zu dem ganzen Schimmel, den du hast. Und, ja, ich kenne viele Leute, die genau so ein Auto hatten. Und meistens auch in Blau. Und irgendwie war das Auto aus Schweden. Also ganz oft zumindest. Wenn ich die Sachen jetzt dahin schicke. Was ist, wenn ich einfach jetzt mal ein bisschen... Was kann man denn hier hinzufügen?
Arbeiten Autoteile? So, was steht denn als nächstes an? Oh, wir müssen als nächstes hier. By regular standards, I'm about 10 miles west of you. In zone terms, consider me on another planet. There's a valley of perpetual instability enclosing my corner of the zone, and yes, I chose to live here for that exact reason. Leave an old woman in peace. W 1, 2, 3. Oh, ein BMW? Mercedes, sorry. Was bedeutet denn E7? Fünfundfünfzig PS, nice. Ja, das kenne ich. Okay. If you're in a bind, pay a visit to the friendly dumpster out back. I always seem to find just what I need in there. Ich habe mich hier unten ein wenig verklickert. Deswegen werden wir jetzt in dem Fall woanders hinfahren. Beziehungsweise mal gucken. Okay. Beziehungsweise mal gucken. Ob wir irgendwie im Kreis fahren können oder so. Also, los geht's. Ich hätte vielleicht nochmal die Batterie. Moment. Dann machen wir doch mal eben ganz schnell. Ah, wir sind neu gestartet. Anscheinend hatte ich die ganze Zeit das Licht im Auto laufen. Und die Batterie war schon wieder leer. Fahren wir mal ohne.
Mit gesplitterter Fensterscheibe, okay. So. Also, wir können jetzt aussuchen, wo wir hinfahren. Ich denke mal, wenn wir hier hinfahren, dann hier hin und dann zurück und dann hier hin. Können wir einfach mal ausprobieren. Da werden wir jetzt auf die Fahne. Different charge levels to overcome the conditions for a gateway. You'll have to feed anchors to the Arc device until it's satisfied, and she'll tell you how many she needs at any given time. Okay. So. Do you hear it in the air? Uns ähnlich. Speak for yourself. I'm here for the hunt. Hey, even better now, there's no one to get in our way. Oh, ich habe kein Brecheisen dabei. Vielleicht sollte ich mir da mal die Teile zusammensuchen. Brecheisen holen. Driver, not to be a downer or nothing, but I'm wondering what we do if you can't find a way out of the zone. They got themselves over the wall. They'll find a way to survive here like the rest of us. Or not. Won't be my problem at that point. I'd hardly call what we're doing here surviving. Ugh, look, hey, both of you always going on and on about putting up with this, ensuring that. There's more to life than that, you know? You, for example, Arpi, you're brilliant. You control fundamental forces of nature with your fingertips. Both of you did. Slow down there, kid. We were scientists, not superheroes. Oh, yeah, I mean, look, hey, to someone who was all thumbs when it came to science, they're one and the same. Oops. I just don't understand why you're wasting away here, burrowed away in the zone. Both of you, you're sitting on so much lost potential. Potential is a carrot on a stick for the young. An illusion to keep you forging on when you should have given up long ago. Nothing had more potential than limb technology. And look what it did to the Olympic Peninsula. What I did. Look around. We're stuck here. For good. All we can do is survive. Everything else is moot. I forgot what a charmer you are, Arpi. An absolute living ray of sunshine in our... Dankeschön, Olivia Moria. Oliver Morin, so, sorry. Oh.
So. Und dann holen wir die noch eben. Ich weiß nicht, können wir da oben rauf? Ist da noch Nebel? Nice. Hier wollte ich jetzt mal gucken. Okay, da hoch kommt man offensichtlich nicht. Oh, aber das können wir uns mal eben angucken. Das müsste so ein Rohrpost sein. Und macht sich das eigentlich bemerkbar? Ich habe ja jetzt Strahlenausstattung an. Durch den letzten Stream. Da hätte mich gefragt, ob ich weniger Strahlung abbekomme. Aber anscheinend ist das nicht der Fall. Was ich mich frage, es kommt jetzt von außen, diese Sperrzone oder hält sich das in Grenzen? Richtig geiler 80s Pop. Ach, richtig gut. Das ist ein einfacher Kontrollposten, der kaputt gegangen ist. Oh mein Gott. Das will ich doch jetzt mal ausprobieren. Okay.
Sind hier noch irgendwelche leuchtenden Dinger? Okay. Mich von dieser Sturm kommt. So. Ob überhaupt ein Sturm kommt oder erst, oh Gott. Oh mein Gott. So, ich wollte jetzt mal gucken, ab wann das Portal zu nah. Okay, hier.
I'm marginally impressed. Not bad, newbie. Oh, ich habe eine Nachricht. Okay, Wanderer, gib an, sein Leben sei in 200 Dante und Mango zu verdanken. Sie hätten einen Sinn von acht gigantischen Kreisen erlebt. Verscheucht die mit dem Berg und der Erde. Metrologen zu verhandeln, ist vielleicht um einen Kugelblitz und sehen uns aber nur ein paar drauf, ist völlig anders. Das will ich mal herstellen. Oh, nice. Und dann kann ich das in... Da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Das ist cool, das Teil auf jeden Fall. Aber dann kann ich einfach durchtauschen, oder? Also... Sommerreifen. Okay. Aber da könnte ich ja hier jetzt einfach...
Oh. Das hier auch mit rein? Nee. So könnte man dann seine kurz vor Schrottsachen da reinschmeißen. Nice. Okay, dann fahren wir doch mal. In die nächste Zone. Oh. Wieso geht denn das Tor nicht auf? Oh, ich habe die ganze Scanladung verkackt. Okay, da war ich eben gerade. Orkanböen. Häuser viel. Oh Gott. Oh. Außergewöhnliche Anfälligkeit. Ich würde hier hinfahren. Hierhin das einsammeln und dann... Okay, Tunnel. Oha. Okay.
Damit haben wir den auseinandergenommen. Oh. Da will ich mal rein. Oh, das geht nicht, okay. Schade. Das ist hier ein bisschen zu gefährlich. Also die Strahlung ist zu hoch. Cool. Das repariert gerade das Fahrzeug. Natürlich wäre es cool, wenn das hier tagsüber wäre, wenn man irgendwie schlafen gehen könnte. Okay, oh Gott.
Verschrotter sollten wir mal bauen.